Guten Morgen, 5. Februar, noch 10 Tage, bis ich daheim bin. Nein, also ich will nicht, dass da so ein falscher Eindruck entsteht, dass ich ums Verrecken heim will. Mal will ich eigentlich schon, das ist der richtige Eindruck, aber es ist nicht so, dass ich den Weg nicht geniesse. Den Weg geniesse ich trotzdem. Und ja, heute geht es nach Ambas Mestas. Eigentlich wäre es geplant gewesen, heute für mich nach Trabadelo zu gehen. Aber der Carles ist in Ambas Mestas, hat 2 Betten reserviert. Und ja, somit habe ich jetzt heute 30 Kilometer von Campo Naraya nach Ambas Mestas. Und die 30 sind eigentlich relativ topografisch ist flache Strecke. Somit wird das eigentlich schon gehen. Ich kenne ja die Strecke auch. Ich bin ja schon mal da durchgelaufen. Und ich habe das Gefühl, das meistere ich schon. Also ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Vor einem Jahr bin ich alles hier oben durch, drum herum gelaufen nach Berriche. Und ich habe gedacht, diesen Fehler mache ich nicht nur eins. Also Fehler, es ist nicht wirklich ein Fehler, es ist einfach weiter und anstrengender, weil es einfach mega auf und ab geht. Und ich habe gedacht, nein, das Mal mache ich das nicht mehr. Letztes Mal habe ich mich nämlich so aufgeregt, dass ich den Umweg gemacht habe. Weil letztes Mal haben mich Frederick und so, die haben mich so ausgelacht, so, was, bist du voll aus der durchgelaufen? Ich so, ja, du willst einfach mit der Straße weiterlaufen. Das ist 800 Meter weniger. Oh. Ja, und ich meine, Leute, 800 Meter mehr oder weniger, das macht es eben schon aus. Ja, ich laufe mal weiter. Villa Franca del Bierzo, ich bin angekommen. Aber auch noch 14 Kilometer von hier aus bis zum Tagesziel. Aber easy. Ich bin gut zu Weg, ich mag laufen. Und ich bin motiviert, ich habe Musik im Ohr. Ja, jetzt easy da mal etwas in Villa Franca del Bierzo. Und dann laufe ich weiter. So, ich bin jetzt hier in Villa Franca del Bierzo. Eisen, Spaghetti und da habe ich getroffen den Julien. Mega lustig, so ist er draussen durchgelaufen. Da, und so, ah, oh, ist der Julien, los. J'ai été vu, après, wow, c'est der Julien. Ja, und nachher geht es noch weiter. Ich habe 14 Kilometer, bin ich schon gesagt. Ja, kommt gut, würde ich mal sagen. Vielleicht kommt der Julien auch dorthin, vielleicht geht er irgendwie in einen Herberge vorher schon rein, etwa in 10 Kilometer oder so. Aber ja. Also so 30 Kilometer könnte schon noch lang sein. Das ist noch cool. Ich bin auch letztes Jahr schon da durchgelaufen und dann habe ich so gedacht, wow, es wäre mega cool jetzt zu sehen, wie weit ich jetzt gelaufen bin. Von meinem Start, letztes Jahr bin ich ja von Leon ausgegangen und jetzt von Roncesvalles. Und da sehen wir jetzt den Apostel Santiago. Und da sehen wir jetzt Roncesvalles. 559 Kilometer habe ich gemacht bis hierher. 190 Kilometer bleiben mir noch bis nach Santiago. Thank you.
So, wir sind inzwischen wieder vereint. Hier in diesem Raum schlafen heute Nacht drei Schweizer und einer aus Lettland. Der Carlos scheint so an. Ja, ich habe zwei Lands genossen und er einfach kennen. Aber ja, macht nichts. Auf jeden Fall sind wir hier in einer wunderbaren Herberge. Wir haben vor ein super gutes Nachtgessen mit zwei Chileninnen am Tisch, einem Koreaner, drei Schweizer mit mir, zwei Deutsche, Sabine und Uli, und einem Lettländer, Carlos. Morgen geht es nach Osenbrera, wir haben gehört, es hat mega Schnee dort oben. Und der Uli hat uns schon Bilder gezeigt. Ja, ich habe einfach nicht gefilmt, weil ich einfach den Abend genossen habe mit diesen ganzen Leuten. Und ja, es hat einfach alles gepasst. Ja, also ich wünsche euch ganz eine gute Nacht. Und dann bis morgen.